Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part von Monster Hunter World Iceborne. Ich möchte euch heute ein geiles Bild vorstellen, womit ihr eigentlich unsterblich seid, wenn ihr es richtig macht. Und zwar, ihr seht schon ein Bowgun-Bild, ein Heavy Bowgun. Wie sieht das Bild aus? Ich zeig's euch am besten mal so. Despotenkrampf ist die Zinnoke-Waffe. Ist ziemlich nice. Alles, was ihr dazu braucht, ist den Fulgo-Helm. Kirin, den könnt ihr auch recht früh machen. Artian, Armschienen. Sharai, Schwalder, Hüftring. Und Garuga, Beinschienen. Dafür müsst ihr einfach in den Leitland sein. Das ist halt ein bisschen scheiße. Aber es hat ein sehr gutes Rüstungsteil. Und dann würde ich noch den Rasiermesser-Talisman reinknallen, weil sonst habt ihr, ja, ein bisschen Probleme, ne? Den braucht ihr schon. Halbiert-Schärfe-Verlust ermöglicht gelegentliche Schüsse ohne Munition oder Beschichtungsverbrauch. Die gleiche Fähigkeit hätte eigentlich Nagakuga, aber drei Teile von Nagakuga, ich weiß nicht, ne? Ist nicht gerade cool. Also, was habe ich hier drin? Offensive Abwehr, einmal. Scharfschwert, extra Schuss, natürlich auch Blocken hoch. Ermöglicht die Abwehr von normalerweise nicht zu blockenden Angriffen. Werkzeugspezialist, einmal drinne. Reduziert die Wartezeit, bis Spezialwerkzeuge erneut benutzt werden können. Ist wahrscheinlich eins auf dem Rüstungsteil. Da kann ich nicht viel machen. Blocken. Reduziert Rückwürfe und Ausdauerverbrauch beim Blocken. Dann kräftigen. Erhöht bis zu zweimal deine Verteidigung und deinen Angriff, wenn du in Ohnmacht fällst. Das ist auch ziemlich cool. Heißt, wenn ihr mal gestorben seid, seid ihr sogar noch tankiger. Erhöht die Angriffskraft von Schrotmunition, Kraftschuss, Pfeil und 1000 Drachen. Das habe ich leider nur einmal, sonst wäre es noch mächtiger. Göttlicher Segen auf 2. Verringert den erlittenen Schaden um 30%, wenn aktiviert. Angriffsboost plus 2. Superwaffe plus 3. Und dann haben wir noch Gesundheitsboost, Schwächevorteil plus 3. Und kritischer Blick auf 7. Und ihr denkt jetzt, was ist das für ein Müll? Allerdings, das ist kein Damage-Bild, das ist eher ein Überlebensbild. Klar, man könnte noch voll auf Angriff gehen, aber dazu fehlen mir einfach die Materialien. Wir gehen jetzt hier mal auf Dekoration. So ist es wie folgt eingebaut: Schutz, ne? Wächterangriff. Aufweichjuwel, Eisenmauerangriff, Juwel, Expertenjuwel, Lebenskraft, einfach um ein bisschen tankiger zu sein, ne? Expertenjuwel, wieder Schrotjuwel, Kraftfreisetzungsjuwel, das ist glaube ich ein bisschen seltener. Aufweichjuwel, Schildjuwel, Angriffjuwel, natürlich noch zweimal im Trutzmantel drin, um möglichst viel Damage rauszuhauen. Wie sehen die einzelnen Rüstungsteile aus? Würde ich mal sagen. Hier. Da haben wir einen Schwächevorteil drauf. Da haben wir kritischer Blick drauf. Göttlicher Segen schon einmal von Kirin. Dann Superwaffe 2 eben schon. Und ich habe halt geguckt, dass Superwaffe und so halt maximiert wird, ne? Am liebsten hätte ich noch Schrotkraftschuss noch einmal drin, aber kann ja nicht alles haben. Dann haben wir hier noch Gesundheitsboost zweimal drin schon, das finde ich ultra cool. In Sharai, Schwalder, Hüftring B vom Bossmonster. Also Story Bossmonster so. Und Garuga Beinschienen kommen auch mit kritischer Blick zweimal drin. Schon Stufe 2. Und guckt euch einfach mal den Scheiß an mit den Slots. 4er und 2 Zweier.
ist einfach krank, dieses Teil, ne? Deswegen ist es auch meistens überall verbaut, ne? Von daher, yo. Und ich glaube, das können wir kurz mal austesten. Vor allen Dingen habe ich mir, falls ihr was sehen wollt, kann ich euch da ganz gerne noch anderen Stuff vorstellen. Hab mir zwar jetzt noch nichts Wirkliches gecraftet wieder. Oh ne, geh weg. Willst du mich verarschen? Ich wollte es ja eigentlich nur angucken, ne? Dann machen wir das mal so. Mensch, Mensch! Hier, ne? Da könnte ich dann die Scharischwalder Hammerwaffe craften. Haben natürlich auch schon den Nergal-Zerquetscher, ne? Da fehlt mir halt noch ein Xenojiva-Horn. Ich dachte mir nur so, WTF, würde ich mich komplett trippen. Aber ist okay. Mit meinem neuen Bild überlebe ich sowieso alles. Ist übrigens ultra einfach gegen, ich glaube, ich habe noch nie einen Kirin oder Shara-Ishvalda so easy gelegt wie mit diesem Bild. Ohne Spaß. Ihr macht zwar um die 22 Damage nur, wenn ihr auf Schwächen trefft, aber yo, my boys, das ist ultra krass. Heads habe ich natürlich auch schon. Möchte ich auch schon upgraden, aber da fehlt mir noch Schwarzdreh, Harthorn und Brachydios Palium. Da will ich mir dann noch ein Hammerbild craften von dem Nergi. Grüße an dich, Cory. Vaktoros Gemitos Vulkan hat mir die Waffe auch schon abgegradet. Ja, musste sein. Und das Bild habe ich mir auch schon nachgebaut, einfach in stärker. Weil ich habe ja den, die, die mich verfolgen, Arc Kirin Bild gehabt mit dem ganzen Stuff, ne? Und jetzt habe ich das eben hier auch noch nachbauen müssen, aber ich habe halt kein Kirin drin. Xenoshiva. Hier, Blizzard und Glut ist auch die neue Kacke hier. Das war ja früher das Lied von Feuer und Eis, kann man so sagen. Jetzt habe ich sie vollkommen abgegradet. Dann, das wäre auch noch eine coole Waffe. Aber wisst ihr, was ich ganz geil finde? Die Demon Show Waffen, ne? Also, die sind schon recht krank. Guckt euch das mal an. Guckt euch den Scheiß mal an. Ja moin, ist klar. Sieht ein bisschen aus wie die Waffe von Dragon Quest, irgendwie, wie hieß es da nochmal? Ja. Ist auf jeden Fall ultra cool. Haben wir zusammen ja gezockt, nur der Final Part konnte ich nicht hochladen, weil die Entwickler wollten nicht. So. Wir gehen jetzt kurz hier noch drauf. Das ja war mein erstes Set hier. Hier. Magdurus Gemitus normal, dann Xenoshiva Kopfschutz A, ne, Gigante Panzerung, Xenoshiva Clown B, Xenoshiva Stachel A, Kirin Beinschutz B, Artillerie Talisman 3. Ne, das war früher mein Bild. Und das ist jetzt mein neues Bild. Zora Kopfschuss B, Kaiser Panzerung A, Zora Clown. Gehen wir am besten mal drauf. So. Unbeeindruckt. Latente Kraft, Spezialmunitionsboost. Das ist sehr wichtig.
Deswegen Kaiserpanzerung A. Und nicht was anderes. Und Beeindruck 2, also auch mal 2 noch. Dann haben wir Beeindruck 3. Erschütterungswiderstand und dann Superwaffe. Na. Wenn der Drückwurf und Stolpern erhöht einige Insekten extra Fähigkeiten. Na. Also, wie gesagt, Superwaffe ist dann einfach auch noch drin, um das Ganze zu pushen. Dekorationen sehen wie folgt hier drauf aus. Zerstörer, Juwel natürlich dreimal drin. Oder zweimal? Haben wir einmal Zerstörer schon drin? Nein, hier. Artillerie, Juwel plus 4 habe ich natürlich zweimal drin. Na, ihr seht, damit ich wenigstens auf 4 komme. Warum Zora Kopfschutz? Ne, weil durch das komme ich überhaupt auf plus 4 in dem Sinne. Hier. Ihr seht, ich könnte sogar noch auf Stufe 5 kommen, wenn ich noch den Artillerie Boost irgendwie hochkriege. Was habe ich da eigentlich drinne? Ach ja, hier habe ich auch die Rasiermesser-Talisman-Kacke drin. Musste ich machen. Eben weil sonst müsste ich hier auch die Nagakuga-Scheiße reinballern. Aber das Bild ist einfach eher auf Angriff getrimmt. Weil man sieht es auch an der Artillerie, erhöht die Kraft jeder der Angriffe um 40% und reduziert die Vivian-Feuerabklingzeit um 60%. Und da ich halt ziemlich mit explosiven Angriffen hier arbeite, mit der Vulkankacke hier. Ja, moin. Und wir haben natürlich, da wir jetzt hier Rang 100 sind. Kann nicht anders sein. Die bessere Rüstung ist natürlich in der Ruin ZA Version vorhanden. Und die weniger gute Rüstung ist dann hier vorhanden. Ach ja. Aber immerhin. Was regeneriert Gesundheit, sondern du ein Monster wiederholt angreifst? Das habe ich bis jetzt nicht angeguckt. Ich glaube, ich muss mir ein paar Teile von Nergi drauf craften, ne? Höchstmacht, ja. Mhm. Eigentlich möchte ich mir das drauf klatschen. Könnte ich überhaupt irgendwas rausballern? Ja, wenn nicht bei diesem Bild, aber... Das habe ich jetzt vorhin nicht gesehen. Akrim 2, dann... Ja, das ist noch nicht fertig, das Bild. Aber das soll ein Crit Greatsword werden. Ne? Wir nehmen... mal das. Wenn wir das dann in eine verbesserte Version umknallen. Das hat ja nun 4 Dinger drin. Aha. Und Betäubung. Ja. Schwächevorteil ist halt cool, ne? Objektverlängerung brauche ich so gar nicht. Die drei Teile könnte ich austauschen. Dann hätte ich sogar noch mehr Wumms drin. Wobei ich halt auch... Hä?
Ich hab doch die Anscheinat-Dominanz, oder nicht? Wollt ihr mich komplett verarschen? Eben doch, ne? Kann ich mir sonst... Ja, geil. Entweder verzichte ich auf den Helm. Hauptsache kein Höchstmacht. Na gut, brauche ich eigentlich nicht. Klar, Affi ist immer cool. Aber das ist eigentlich ein Downgrade. Was ist eigentlich auf den Handschuhen drauf? Würde sogar passen, weil da ist sowieso nur eine Medizin-Kacke drauf. Und das Kraftangriffsjuwel kann ich mir trotzdem drauf knallen. Das wäre schon eine harte Nummer. Jo. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal ein cooles Bild. Ja, ich habe jetzt euch extra gerade mitgenommen, einfach, weil ich jetzt es rauscutten kann oder so, aber. Dann seht ihr auch meine Überlegungen, wenn ich gerade irgendwas mache. So, gönnen wir uns. Gucken wir, wer gegen uns ganz gerne auf die Fresse haben möchte. Das einzige Vieh, was ich noch nicht mitbekommen habe, ist der gute alte Brachi. Brachial Tigrex. Alles andere habe ich schon. Traurig, aber wahr. Golden Ratian. Ja, warum nicht, wenn der mich mitmachen lässt? Heimat der Ältesten. Ja, war klar, du Knech. Junge, ich bin Meister Rang 100. Ich knall Nergi weg. Ja, Keil 150, ne? Also da haben sie sich nicht wirklich viel dabei gedacht. Ja, komm, wir gucken das mal bei einem aggressiven Vieh an. Ne? Und außerdem sieht es noch recht schick aus, muss ich sagen. Man braucht nicht mal zwingend eine Deko-Rüstung. Abmarsch. Das einzige Problem, was ich sehe bei Arena Quest, ihr müsst noch einen Teleporter mitnehmen. Weil euch geht unweigerlich die Muni aus. Da könnt ihr fast gar nichts machen. Habe ich nachgefüllt. Ja. Sieht so aus. Dann machen wir das mal so. Gehen wir kurz rein. Nehmen hier kurz die Blitzkapsel weg. Die brauchen wir sowieso nicht. Dann... nehmen wir hier den Teleporter rein. Sollte passen. Ah ja, wichtig ist, dass ihr viermal Blocken drin habt.
um auf jeden Fall alles tanken zu können. Und jetzt müsst ihr gucken, wie geschmeidig das geht. Hallo, Diablos. Wichtig ist, ihr müsst L2 gedrückt halten. Bei gezogener Waffe. Ohne gezogene Waffe läuft das Ganze hier nicht. Ja, Diablos. Oh, was macht er da oben? Mit seinem scheiß Horn. Will er mich komplett rollen? Okay. War der Schwachstellen der Boy. Ihr seht schon 18. Ihr seht, ich tanke da wie eine Kanone. Lalala. Natürlich könnt ihr das Ding auch schwächen. Hä? Das finde ich immer unlogisch. Nein, komm. Oh. Interessant. So. Einmal verwundet. So, einmal verwundet. Interessant. Juckt mich kein Meter. Und jetzt... Schön aufs Fressbrettchen, Bruder. Ja, klar. Einfach wieder blocken und das war's dann. Vor allen Dingen, wenn ihr noch ein Heil im Team habt, seid ihr sowieso unsterblich. So, das war ein bisschen Schaden. Auch sehr gut. Detonation ist auch immer sehr nice. Ach, schade. Ja, logisch. Wir sind immer ein gutes Team. Wenn ihr mich dabei habt. So. Sein Scheiß Ernst. Und jetzt? Ups, das war zu gewollt. Lalalala. Wunderbar. Das war übelst nice. Schön ins Gesicht. Habt ihr jemals so einen easy Kampf gegen einen Diablos gehabt? Ich glaube, ich nicht. Einfach nur auf R2 klicken, hier ein bisschen draufballern und gut ist. Und das zweite Horn ist weg.
Ja, moin. Ach, schade. Ja, ihr seid wirklich fast unsterblich, wenn da noch jemand ist, der euch heilt, dann RIP. Was wichtig ist, wenn ihr direkt im Schuss seid, dann merkt ihr, dass da nicht wirklich was bringt. Interessant. Wo hat er seine Schwächen? Irgendwie gar nirgends, ne? Aha, doch, Kopf gerade. Guckt es euch an. Jetzt kommt meine Waffe zur Geltung. Ja. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das tut auch weh. Diese 19 Schaden, das tat definitiv weh. Und dann können wir on top noch das machen gleich. Dann ist noch plus Angriff, plus 2. So, bumm. Komm, ich will die ins Gesicht schießen. Zwanziger. Ja, komm, machen wir den Sack zu. Mein Problem ist halt wirklich, dass ich keinen Scharfschuss 2 habe, weil sonst würde mein Schrotschaden nochmal erhöht werden. Warum 26 plötzlich? Ah, komm schon. Also ihr merkt, ihr seid eigentlich unsterblich. Und selbst Ultis überlebt ihr ohne Probleme. Ach ja. Na komm schon. Man merkt es also definitiv. Dass wir nur zu dritt spielen im Prinzip. So, jetzt haben wir eigentlich alles rausgeballert. Hä?
Haben wir noch eine Zweier? Nein, eigentlich nicht. Es interessiert uns einfach nichts, was der so an Schaden, ne? Was die einen so austeilen. Ist so heftig. Das Ding ist ja nicht gerade ein zahmes Vieh. Das rennt einfach zu viel rum, aber an sich. Komm, nochmal. Wie war Entzündung Auge 2? Habe ich drin, dass der Schaden einfach erhöht wird, wenn man das Ding trifft. Vermehrt. Ja, geil. Das Ding humpelt ja nicht mal. Was habt ihr dem gegeben? Diablos auf Steroiden oder so? Ich versuch's jetzt einfach mal, ne? Komm, gönn dir. Ja, geil, jetzt hat es meine Falle kaputt gemacht, ne? Danke. Danke. Ging viel zu lange, Mann. Irgendwie. No? Heiliges Blechle, Mann. Jungs, das muss schneller gehen. Ich meine, normalerweise liegen die Viecher andauernd. Was bekomme ich da? Vollgasmedizin, aha. Oh, schön. Diablo ist komplett erkundet, was die Forschungsstufe angeht und also Meisterrang 101. Ich brauche sowieso mindestens 150 Meisterrang, um fast alles zu machen. Aber, yo. Im nächsten Video stelle ich wahrscheinlich dann das nächste Bild vor. Und wie gesagt, das geht auch bei Nergi, bei Ruin Nergi. Da müsst ihr einfach ein bisschen defensiver spielen, weil, ja. Wie gesagt, wenn ihr am Schießen seid und der euch direkt eine reinhaut, tut schon ein bisschen weh. Ah, wir gucken jetzt noch den Rajang an. Das ist natürlich auch so ein Kollegenschwein. Habe euch zwar den schon ein bisschen gezeigt, aber hat noch nicht im Kampf richtig. Ja gut. Das ist eigentlich die Hauptquest da, eben mit der Cutscene.
die ich euch schon hochgeladen habe. Gönnen wir uns die kurz noch. Dann seht ihr auch mal, was das Bild eigentlich so tankt. Weil Rajang ist, was Kräfte technisch angeht, glaube ich sogar stärker als Nergi. Glaube ich zumindest. Zumindest in seinem scheiß Modus. Ihr müsst einfach aufpassen, ne, bei diesem Vieh. Rajang kann euch, auch wenn ihr im Blockmodus seid, einfach mal packen, wegknallen und dann euch noch eine draufhauen und dann seid ihr tot. Ne, also. Bleibt immer hinter ihm, wenn es geht. Lasst euch nicht packen. Von daher sollte das dann auch kein Problem sein. Weil ich bin mal reingekommen, habe mich direkt gepackt, gegen die Wand geschmissen und noch einmal draufgehauen, ich war weg. Da konnte ich mich nicht mal groß verteidigen und ich dachte mir nur so, WTF, dein Ernst gerade? Mach nicht diesen, Mann. Ohne Spaß. Und ihr dürft ihm nicht von vorne im Wutmodus... Ja. Ja, wenn er eben wütend wird, wenn er diesen goldenen... Haaransatz bekommt, dann könnt ihr ihn nicht mehr mounten, kann man so sagen. Er wird euch runterschmeißen, außer er geht ihm ziemlich hinten auf die Backe. So, hi. Einmal go, bitte. Nee, oder? Ihr könnt jetzt dreimal raten, was ich vergessen habe. Dreimal dürft ihr raten. Ja. Und so wollte ich in den Kampf. Ist klar. Das kann auch nur mir passieren. Ja, ich weiß, wie man zu euch kommt. Nur Problem ist einfach, wenn... ich keine Munition dabei habe, kann ich euch nicht unterstützen, ne? Ganz klare Sache. Ja, geil. Bruder, so haben wir nicht gewettet, ne? Wer heilt denn so schön? Ja, seht ihr genau das. Jetzt schmeißt es irgendwo in eine Ecke. Wenn du da nicht genug tankst, dann Oh. Willst du mich verarschen? Oh. Ich merke gerade was. Ja, geil, dann brauche ich es ja jetzt nicht mehr. Ja, ich hätte jetzt ein Kältegetränk nehmen müssen.
Machen wir das am besten mal so. Schön ins Gesicht. Kann mir... Ja, danke, Rajang. Ich meine, du bist... Auf dich ist Verlass. Kannst mir immer gerne eine reinhauen. Warte mal. Das war sehr schön. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird er ultra gefährlich. Aber ihr seht, tanken war easy. Oh. Gut so. Man muss auf den Schwanz ziehen, nur mal so. Aber ein Horn habe ich schon abgebrochen. Oder wir. Wie auch immer. Ja, was... ich kann nicht beides. Ich habe gerade auf seinen Schwanz gezielt. Au. Ja, sowas dürft ihr auch nicht machen. Ich bin ein bisschen leichtsinnig, weil... Ne? Nicht so gesund, was ich teilweise mache. Halt die Fresse, ohne Spaß. Anscheinend nützt es nichts. Was zum Fick war das bitte? Der hat mich in Brand gesteckt. Das kann der nicht. Das ist mir jetzt noch nie passiert. Wie ging das bitte gerade? Okay. Hab ich nicht auf meine Ausdauer geachtet? Das ist die einzige Möglichkeit, wie das passieren kann. Hä? Dein Ernst? Oh. Ich glaube, das schneide ich raus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ihr merkt schon, wir sind um einiges... besser hier, weil er liegt Power, also dauermäßig am Boden, finde ich ultra cool. So, und jetzt muss ich mal kurz zurück. Was während des Kampfes? Ich bin in keinem Kampf, du Dödel. Ja gut, ein bisschen kann ich noch. Da lasse ich es nicht auf den Zufall ankommen, Brudi. Ja, ich habe es nochmal ausgetestet. Genau wenn er den da macht. Jetzt hat er seine Fäuste mit einer Aura umgeben. Die hat mich vorhin gekillt.
Sonst wäre das niemals so weit gekommen. Übrigens. Weil die Scheiße durchschlägt komischerweise selbst mein Block. Und das nicht zu knapp. So. Danke. Jetzt darf ich endlich, aber endlich wieder nachladen. Komm, weg. Ich hasse das, wenn noch ein Schuss drauf ist. Ach du Scheiße. Also, das ist jetzt, glaube ich, mein drittes Mal gegen den Rajang, ne? Also jetzt mein viertes. Wenn man das so möchte. Vorher. Ja, wow, das ist jetzt der erste und wir haben noch den sicherer. Ist ja geil. Ja, wie gesagt, das Team hat mehr auf dem Kasten als das letzte. Keine Ahnung warum. Und die nehmen sogar Großschwerter mit und so, aber. Ja, und der Heiler macht seinen Job auch richtig. Ich nehme da nochmal ein Kaltgetränk, weil. Ey, ich komm runter. Der ist schon wieder in seinem scheiß Wutmodus, oder was? Ja, jetzt guckt euch das an. Einmal heilen bitte, please. Seht ihr? Das hat mich einmal das Leben gekostet. Jetzt nochmal. Weil ich mich nicht schnell genug schützen konnte. Das meinte ich. Und die Heilerin hat jetzt voll gepennt, ne? Also, ich weiß nicht, was die gemacht hat, aber sie war auf jeden Fall nicht vor Ort und hat mir nicht den Arsch gerettet. Geil. Ja. Wie ich sowas liebe. Wozu haben wir eine Heilerin? Wozu? Also, solche Heilerinnen. Also, ich habe ja Support auch gespielt. Ich weiß, wie man supportet. Und das war kein Support. Ich habe ja auch teilweise. Also, ich habe ja nicht mal gesehen, dass meine Lebensanzeige nach oben geschossen ist. Da hätte man noch sagen können, ey, du hast es ja versucht, Lady. Aber das war nicht mal ein Versuch, ne? Und wo sind jetzt die anderen Boys? Aha. Hör auf, so einen Scheiß zu machen, du bist kein Angriffstyp. Ist verdammte Scheiße einfach dazu da, um uns zu carryen. Oh. So. Dann für gleich noch. Ha. Siehst du, du machst nämlich kein Stück an Schaden, Mann. Nur deine Scheiß. Rage 2.0 Phase. Macht Schaden. Du kleines Stück Scheiße. Ja, oder deine Energieangriffe. Aber. Was ist sowieso? Ist das ein Blitzangriff oder was soll das sein? Genau dafür habe ich die Detonation noch aufbewahrt. So. Schade. Nee. Bruder, heile mich, aber sofort.
Heiligsblechle. Und die kann mich schon wieder nicht heilen. Ohne Flachs jetzt. Wozu ist die da? Wozu ist die zur Hölle da? Funktioniert bei mir nicht. Sorry. Irgendwie habe ich zu wenig Ausdauer. Eben doch. So. Scheiße, gib mir das auf den Sack. Und er ist da immer noch in dem scheiß Rage-Modus. Ja, darf ich aus der Lava raus? Wäre so eine dezente, nice Idee. Ah, wunderbar. Dankeschön. Ja, nicht von vorne, du Depp. Ja, jetzt darfst du wieder. So, das zweite Horn ist auch weg. Ja gut, jetzt kann man ihn fangen. Nein, könnt ihr einfach mal aufhören. Fangt den Bastard. Ja, danke. Okay, dann eben so. Dann machen wir es wie im Militär. Kackbratzen, Johnny. Ist bei dir alles in Ordnung? Jo, jo. Zurückkehren. Hat mich nur gerade ein bisschen abgefuckt, der Dude. Weil er gemeint hat, der könnte aufmucken hier. Und wenn wir eine Heilerin im Team haben, erwarte ich, dass er so ein Scheiß passiert, dass ich geheilt werde, aber instant. Was war die, dass ich noch mehr Schaden kriege oder wie? Heiliges Kanonenrohr. Hat man ja schon bei Behemoth oder so. Ne? Gelernt. Ich krieg zu viel. Ja, kommt hin. Jetzt nach dem vierten Mal schon 3 Stück, ja. Kommt hin. Ja, wenn man es richtig macht, kann man den ersten Stern schon holen da bei dem Forschungskacke da, wenn man ihn das erste Mal trifft. Man muss einfach auch Fußspuren sammeln und fertig, mehr ist das nicht. Die meisten machen das nicht, machen das eher durch Entdeckungen oder indem, dass sie ihn einfach knallen, aber... Ja. Ja, das war's dann, ne, Freunde. Damit habe ich euch jetzt mal gezeigt, was das Bild eigentlich so drauf hat. Rajang hat so ein bisschen, naja, erschwert das Ganze, aber... Eigentlich egal. Das Bild hat sich mehr als genug bewiesen. Du bist eigentlich unsterblich mit dem Bild, wenn du es richtig machst. Wie gesagt, wenn du es richtig machst. Ansonsten kannst du natürlich immer Schaden kassieren. Und sterben. Vor allem bei einem Rajang mit seinem Super Saiyajin Mode.
Aber ansonsten, ich glaube, es gibt neben dem Rajang-Mode, da dem Ultra-Krassen und Bamoff mit seiner Meteor-Kacke da, kein Gegner, der euch irgendwie one-shotten kann. Weil ihr habt ja gesehen, ich bin eigentlich one-shotted worden. Wenn man so will. Da haben wir einfach alles abgezogen. Aber gut. Sei es drum. Das Bild ist einfach ultra krass. Ist ultra krank. Wenn ihr natürlich noch andere Dekorationen habt, um das Bild noch aufzuwerten. Ultra cool für euch, ne? Also ich würde es auch gerne verbessern, aber ist halt leider nur ein Schrot zum Beispiel drin, obwohl ich da ein zweites noch reinballern würde. Dann würde ich noch mehr Damage reinpfeffern. Aber eben, geht halt leider nicht. Aber was auf jeden Fall drin ist, sein soll und muss, das Schildjuwel, das Aufweichjuwel, ne? Gegen Schwachstellen, ist immer nützlich. Und ja, den Rest könnt ihr eigentlich da frei wählen. Also ne, Freisetzung werde ich auch machen, irgendwie eine Superwaffe plus 3. Aber der Rest ist eigentlich frei wählbar, wie ihr das jetzt handhabt, ne. Das habe ich einfach noch reingeballert, weil, ne, Crit-Schaden ist immer guter Schaden. Zumindest bei Schrot. Und wir haben eine Affinität von 40 hier drauf. Passt auf jeden Fall ziemlich nice. Und ihr seht, Vivian Herzumbau habe ich da drin und viermal Schild. Mehr braucht ihr nicht. Dann tankt ihr eigentlich alles. Und das Geile ist ja, ihr könnt ja von Haus aus da hier alles drauf knallen, ne? Da ist eigentlich das Ziel Spezialfernrohr gut. Ne? Und dann könnt ihr vielleicht hier noch warte mal, geht's da? Ach, das gibt kein Höchstmaß dafür. Na gut, aber ist ja die Frage, ob ich noch einen langen Lauf dahin oder verstärkter Lauf knallen soll. Ja, ich kann es ja mal so versuchen, mehr brauche ich ja nicht an Rückstoß. Von daher, ja. Ja, es wird für mich ungewohnt sein, mit einer Heavy Bowgun nicht einfach tanken zu können. Ja, weil jetzt bin ich voll auf Blocken gegangen. Ja, dann muss ich mich mehr bewegen, das musste ich schon jetzt beim Rajang lernen, weil wenn er, wie gesagt, in seinem scheiß Wutmodus ist, dann muss ich mich bewegen, dann kann ich nicht nur stumpf stehen bleiben. Wie ich es sonst immer kann. Ich kann bei Nergi einfach voll unten durchstehen. Ich kann da machen, wie ich will. Egal ob Ruin-Nergi oder normaler Nergi oder Arc-Temperate-Nergi. Das interessiert das Bild nicht. Aber Rajang ist da eine andere Hausnummer eben in seinem scheiß Rage-Modus 2.0 da mit seinem Namen. Vorher ist er selbst im Wut-Modus kein Problem, aber sobald sein Rage anfängt, dann ist es vorbei, du. Jo. Dazu gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, nichts mehr hinzuzufügen. Mit meinem Behemoth-Schweinchen wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt den Sonntag und tödelt.